Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind gerade hier auf so einem alten Schiff in der Kapitänskajüte und möchten gerne einen entlaufenen Synth wohlbehalten, naja, oder auch nicht, das werden wir gleich sehen, zurück zum Institut bringen. Dieser Synth ist allerdings ein bisschen eine sonderbare Mischung, denn er hat es geschafft, eine ganze Raider-Bande, ehemalige Minutemans sogar, auf seine Seite zu bringen. Und wir werden jetzt mal schauen, ob wir den Deppen da jetzt wirklich, ja, unter Anführungszeichen wohlbehalten ins Institut zurückbringen können, oder ob es eben nur Schrottteile sein werden. Schauen wir mal. Wir werden es sehen. Wir werden es erleben und wir werden es sehen. Und da, kurz verrücken. So. Ja, das Bettgeflüster haben wir schon einmal, also habe ich euch schon einmal demonstriert. Einfach in, ja, auf eine Matratze legen, ins Bettchen hauen, dann kriegst du den Buff. Was? Beute, Rückruf, Code benutzen. Nach Hause bringen, du wirst sterben. Rückrufcode benutzen. B592, zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierung Gamma 71 Epsilon. Alles okay? Gabriel, kannst du mich hören? Ihr habt was mit ihm gemacht. Schaltet sie aus. Was? Du Trampel. Da, sind da drüben noch? Da. Schau, was ich mit dir mache. Boom. Nochmal. Boom. Komm. Boom. Boom. Na, nachladen. Ist auch schon fein. Jawohl. Schau. Bam. Und nochmal. Macht das Damage? Ich hoffe doch. Oha. Wup, 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 wup. Level up. Jawohl. Bereit für Transmission mit zurückgeholtem Synth B592. Was ist das, Deichsel? Futzern Sie. Tschüss, bis später. Yeah, das lief super. Super, super. Ich habe übrigens unterwegs, als ihr nicht zugeschaut habt und als ich das ganze Zeug... Ah, das dürfte einer von den Burschen sein, die aufgehängt wurden wahrscheinlich, ja? Egal, lass mich schon ablenken. Ich wollte nur sagen... Servus. Ich habe noch ein paar Reifen aufgehoben, als ich den gesamten Schrott in unser Starlight Drive-In gebracht habe. Und ja, viel Gummi, glaube ich, gaben die, ne? Für den Fall, dass ihr schon wieder dass ihr da vielleicht eventuell erbost sein könntet über meine fehlenden Schrottteile, die ich hier nicht gesammelt habe. Wer ist denn da oben gestorben? Hi Schnucki, wie geht's? Alles gut? Ja. Horuk? Bist du... Du bist auch ein Kopfloser, ne? Ja. Gut. Also. Wir haben noch... Ich hoffe, wir haben hier nichts vergessen. Ich denke, wir dürfen zum Papa zurück, ne? Hoffe ich mal. Zum Abgeben unserer Queste. Ja, ja, so ist es auch. Also, das Institut. Dann bohrt man uns dahin und dann gehen wir mal schauen, was wir mit unseren tollen Skillpünktchen als nächstes anstellen werden. Ja, ja. Na, du schickes Viech, du Todeskralle. Sind wir schon länger keine mehr begegnet, ne? Muss ja auch nicht sein, aber ja. Manchmal ist Quentin richtig gemein. Aber meine Mama sagt, ich muss trotzdem nett sein. Na, wer bist denn du? Julia Thompson. Ach, hallo. Meine Mama sagt, du seist Vaters Mama, aber er sieht viel älter aus als du. Der Energiebedarf ist dieses Jahr um weitere 5% gestiegen. Aha, sie ist dann quasi deine Tochter, unter Anführungszeichen, ne? Oder? Halt! Na, was machst denn du, Mädel? Ja, ja, natürlich, spiel mit deinem Revolver rum. Nein, nein, Mädel, rein damit ihr, Horuk. So war das nicht gemeint. Ich wollte mit dem Kerl quatschen, da zieht sie sich gleich mal aus.
Das kann man jetzt Vorlesung über falsch verstehen. War nicht weniger als eine Offenbarung. Oh ja. Wo müssen wir hin? Da? Eventuell? Dann vielleicht doch hier? Hä, was? Was denn jetzt? Das ist schräg. Okay. Das ist ja schräg. Aber wie? Da ist ja niemand. Ein Stock höher wahrscheinlich, ne? Also, müssen wir schon zu unserem Sohnemann, ne? La 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 la. Er gab uns den Auftrag. Dam da dam da dam da dam. Mal schauen, was wir kriegen. Oh, schon? Sind wir da richtig? Unser Büble ist da weg. Bin ich da richtig? Glaub nicht, oder? Doch. Doch schon eigentlich, ne? Wo ist denn der Kleine schon? Hallo, schön, Sohnemann. Dass du unversehrt bist. Hm. Die Aufgabe war schwierig, aber du musst es selbst erleben, wie gefährlich ein abtrünniger Sünd sein kann. Warum interessiert dich das? Egal, wer Schuld hat. Gut, dass es vorbei ist. Fehler des Instituts. Hm. Warum interessiert dich das, oder? Was kümmert dich die Oberfläche? Ihr seid doch hier unten in eurer eigenen Welt. Weil es an der Oberfläche Kräfte gibt, die uns gefährlich werden könnten. Und nur ein Dummkopf missachtet Gefahren. Wir können diese Gefahr verringern, indem wir die falsche Auffassung korrigieren. Wir wollten der Menschheit schaden. Aber genug davon. Die Aufgabe ist erledigt und du hast den Sünd unversehrt zurückgebracht. Besser hätte ich es mir nicht erhoffen können. Gut gemacht. Während du weg warst, habe ich ein Quartier für dich einrichten lassen. Du findest alles, was du brauchst, sowie reichlich Waffen und Ausrüstung. Schau es dir mal an, es wird dir bestimmt gefallen. Cool. Kann es sein, dass Sean meine Nase hat? Das sehe ich auch als das. Die ist auch so leicht, so gebogen wie meine. Boah, das wäre cool, wenn sich der Sean hier quasi mit uns mitverändert, ne? Je nachdem, wie der eigene Avatar eben ausschaut. Ich habe ein Quartier. Uhu, Söhnchen, du bist so ein liebes Kerlchen. Echt. Ich danke dir, Büble. Irgendwo da drüben dann. Boah, das müssen wir gleich anschauen. Da kommt man sich irgendwie vor, wenn man so eine eigene Suite oder so hätte, ha? Also, ich muss ganz ehrlich schauen, ganz ehrlich sagen. Irgendwie erinnert einem das Ganze hier an ein luxuriöses Hotel oder so. Ihre Anwesenheit ist ein großes Geschenk. Nicht nur für Vater, sondern für uns alle. Bin ich deppert oder sind jetzt auf einmal immer mehr Kinder da? Die wirken. Ich weiß nicht. Kalt. Also, der ist kein Kind, aber ich meine. Ja, das Level Up müssen wir noch schauen. Ich will nur zuerst meine Suite begutachten. Hier gibt es in letzter Zeit eine Menge Übriges. Damit habe ich nichts zu tun. Was? Ja. Hier dann? Zeit. Dürfte das dann hier sein? Mal Karte klubschen. Achso, die hilft mir da jetzt nichts. Okay. Theoretische Grenzen sind dazu da, um überschritten zu werden. Ja. Theorie und so. Schiebetür öffnen. Achso, das ist nur wieder in einem Lager. Okay. Das lasse ich da mal einmal. Wenn es echt Not ist, können wir alles mitnehmen. Aber ich will jetzt nicht meinen Sohn beklauen. Das wird mir jetzt nicht sonderlich gefallen. Da oben? Hallo? Aha. Aha, nochmal rauf. Okay. Dann mit der Bild Sprint. Na komm. Dab. Langsam. Noch mehr rauf, oder? Aha, ich glaube, das könnte schon sein. Ihr Quartier ist da drin, Ma'am. Servus, Blade. Oh. Ein Blümchen. Wow. Wenn Sie hier fertig sind, Ma'am, möchte Vater Sie sehen. Okay. Wow. Mit Wecker, Kaffeetasse. Boah, ist das cool. Ist was drin? Nee, jetzt wäre doch echt schön, wenn du aufwachst, ne? Dass die Tasse von selber voll wird und so, ne? Mit schön heißem Kaffee, mit ein bisschen Milch drin. Boah, Schiwiki. Hey, eine Dusche, eine eigene, voll cool. Ein sauberes Klo. Wow, Handtücher. Das Steam-Paket nehme ich gleich mal mit, das ist eh unseres. Boah, da ließ er sich's leben, oder?
Yay! Irgendwie die ganzen Knöpfchen und so, ne? Da denkst du schon bald, du lebst in so einem, wie haben sie letztens gesagt, bei Galileo, in so einem Smartphone-Haus, wie es die Japaner schon tun, ne? Was ist das eigentlich für ein komisches Teil? Keine Ahnung, aber komisch. Ich soll vielleicht auch mal lesen, was ich aufhebe. Institutslaborkittel. Aha. Reinraumanzug. Ei. Naja, können wir uns ja auch mal anschauen, ne? Was so ein Reinraumanzug und so ein Kittel, Arztkittel, ja, schauen wir halt ein bisschen aus, wahrscheinlich unser lieber Sean. Hey. Na, ich find's cool. Da. Sesam, schließe dich. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Gut, dann gehen wir wieder zurück zu unserem Büble. Darum geht's noch weiter. Wer wohnt da ganz oben? Ich hatte ja gehofft gehabt, dass unsere... Aha, Verbindungen. Ich hatte ja leise gehofft gehabt, dass wir vielleicht so eine Suite bekommen. Also so ein Zimmer bekommen mit Balkon. Das wäre auch cool gewesen, aber... Person identifiziert. Was? Hallo? Nicht Mensch. So, renne ich da jetzt überhaupt richtig? Ich hatte gehofft nämlich, dass es hier eine Abkürzung gibt, aber wahrscheinlich nicht. Klingt, als wäre die Raider in Libertalia ein harter Brocken gewesen. Was? Ist sie gar nicht wahr? Umballern und gut ist. Nanu? X688 spricht in höchsten Tönen von dir. Ah, das ist der Blade-Typi dann, ne? Achso, da oben sind sowieso alles nur solche Zimmerchens. Okay, ich gehe da irgendwann mal runter. Was? Was? Wer bist du? Quentin! Jetzt haben wir noch ein Kind. Da, also hier. Gesehen, meine ich. Ein Quentin. Ach, wo ist unser lieber Sean hin? Unser Junge. Ja, Fusionskern ist erschöpft. Sündanhalt. Sie hatten gestern Abend Wartungsdienst im SEB. Möchten Sie irgendetwas melden? Nichts zu melden, Sir. Ich bin meinen Pflichten wie gewohnt nachgegangen. Was? Dr. Ayo hat gesehen, wie Sie auf ein Terminal zugegriffen haben. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Terminals in diesem Bereich zu nutzen. Hat sich Dr. Ayo geirrt? Ja. Ich meine nein. Aber ich habe nur... Also... Haben Sie nun auf ein Terminal im SEB zugegriffen? Habe ich. Aber ich schwöre, es war nicht das, was Sie denken. Ich habe das Terminal gereinigt und es ist zufällig angegangen. Ich habe es nur ausgeschaltet. War das ein Stottern? Haben Sie einen Defekteinheit? Vielleicht müssen Sie zurückgesetzt werden. Sir, ich versichere Ihnen, das ist nicht nötig. Es wird nicht wieder vorkommen. Sorgen Sie dafür. Ich will mich nicht wiederholen. Und jetzt zurück an die Arbeit. Schäm dich. Seien Sie immer wachsam. Wir haben viele Feinde. Sparen Sie Energie, wann immer Sie es können. Wir fühlen uns geehrt, Sie willkommen zu heißen. Ja, servus. Der tut Butzen. Ah, hallo, hier ist er jetzt. Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Ernährungsanforderungen erfüllt werden. Was hast du? Sicher. Handeln. Sicher, unsicher. Handeln. Ja, schau mal. Lass mal sehen, was du so hast. Wo, bitte? Institut Flaschenwasser. Und Lebensmittelpaket. Ja, ist klar, nicht, dass da mehr Synthetik dahinter steckt eigentlich, ne? Also so trocken, gefraster, was weiß ich. So wie Sie Vater in die Welt gebracht haben, hat er uns in die Welt gebracht. Das glaube ich nicht. Also das wäre schon ein starkes Stück, wenn er euch geboren hätte. Ja, ich kann das. So, jetzt müsste Sohnemann da oben sein, ne? Sohnemann. Also wenn Sean die ganzen Leute hier auf die Welt gebracht hat, so wie es die Mädchen, also die Damen tun, dann ja, Respekt. Ah, hallo Mutter, sag mal, was würdest du tun, wenn dich jemand bestohlen hätte? Was wurde gestohlen? Du weißt es bereits. Ausdiskutieren, eine Lektion erteilen. Was wurde gestohlen? Das ist eine Fangfrage. Was wurde denn gestohlen? Institutseigentum kommt nur selten abhanden.
Wenn das geschieht, müssen wir reagieren. Die Gruppe, die sich Railroad nennt, hat mehrere Synths des Instituts an sich gebracht. Synths, die in den letzten Monaten verschwunden waren. Sie wollen diese Synths zweifellos befreien. Ja. Weil sie sich einbilden, die Synths wären empfindungsfähige Wesen. Du hattest Kontakt mit der Railroad und kennst daher ihre fehlgeleiteten Überzeugungen. Kenne ich nicht. Sie meinen es gut. Das auf jeden Fall. Sie sind verrückt. Na, sie meinen es gut. Sie meinen es gut. Sie tun nur, was sie für richtig halten. Du hast dich um Libertalia gekümmert. Das ist das Ergebnis ihres egoistischen, kurzsichtigen Plans. Normalerweise sind sie nur eine unbedeutende Plage. In letzter Zeit wurden sie aber mutiger. Wir haben leider einen Punkt erreicht, an dem eine Reaktion nötig ist. Wir wissen, wo sich diese Synths zurzeit befinden und müssen sie zurückholen, bevor die Railroad sie verstecken kann. Okay. Wo ist der Ort? Was soll's? Klingt einfach zu gefährlich. Na, wo ist der Ort? Befinden sich die Synths? Eine kleine Siedlung beim alten Bunker Hill Denkmal. Aber es ist wichtig, dass wir bald handeln, bevor die Railroad herausfindet, dass wir sie aufgespürt haben. Die stählerne Bruderschaft soll auch keinen Wind von der Angelegenheit bekommen. Sie würde es nur noch komplizierter machen. Ja, haben wir gemerkt. Unterstützung, Belohnung, Zeitverschwendung, ich werde schnell handeln. Ja, machen wir. Ich handle schnell. Du kannst auf mich zählen. Eine Kontaktperson wartet vor Bunker Hill auf dich. Viel Glück. Das ist echt optional. Die Bruderschaft und die Dings informieren. Halt. Können wir einfach rausborden. Ja. Ja. Das ist echt eine blöde Geschichte, ne? Da wäre ich schon fast. Da möchte ich schon fast gern alle anderen Quests machen, bevor wir hier. Ja. Fraktionsmäßig da was machen. Es dürfte scheinbar wurscht sein, für wen wir welche Aufgabe jetzt da lösen. Es geht wahrscheinlich nur um Erfahrungspunkte. Apropos Erfahrungspunkte, müssen wir schauen. T und so. Yeah. Wir haben. Wie viel haben wir eigentlich schon auf Punkte? Keine Ahnung. Ja. Aha, du hältst plus 40 Schadensresistenz. Das wäre halt auch nicht schlecht. Ja, das mache ich mal mit. Das kill ich mal. Ja. Haben wir noch ein Pünktchen frei? Arzt wäre auch nicht schlecht. Redaway und Steampacks. Ah, haben wir nur einen. Ein frei. Okay. Wäre auch nicht schlecht. Es wäre auch nicht schlecht, das dann bald mal zu machen. Und natürlich wichtig ist der hier. Der Schmied. Den brauchen wir dann auch bald. Ja, es wäre alles super. Okay, dann der eine Punkt passt schon mal. Weniger Damage kriegen, ist gut. Ach, du Heilige. Ich, warte mal. Ich werde das mal speichern. Für den Fall der Fälle, automatisch gespeichert sogar. Für den Fall der Fälle, dass ich dann Topfen machen, du. So, schön speichern. Wenn es nicht so läuft, wie ich es mir gerade vorstelle und wünsche, sprich, wenn wir jetzt betzen gehen, ne? Und dann trotzdem den Synth für das Institut zurückholen, wenn das dann nicht so klappt, wie ich das mir jetzt leise erhoffe, ja, dann ist halt blöd, ne? Aber dann kann ich hier wenigstens nochmal laden. Also wir können da nochmal laden und dann machen wir es halt fürs Institut. Es ist scheinbar echt nicht so schlau, diese Synth auf die Menschheit loszulassen. Dann
dann haben wir gleich irgendwas mit Terminator, ne? Das wäre halt auch nicht so super. Na los, hopp hopp. Ich teste jetzt mal mit der Railroad. Bursche. Ah, Herrschaftszeiten, jawohl. Puh, meine Augen. So, jetzt ist er für dich. Gehen wir mal glubschen. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob das so funktionieren könnte, wie ich mir das vorstelle. Ihr wisst das bestimmt alle schon längst, keine Frage. Aber ich muss das erst herausfinden. Ja, denn ich weiß das noch nicht. Baum, 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 baum. Machen wir wieder Licht. Kling. La 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 la. Tap, tap, tap. Jawohl, ich habe zum ersten Mal die richtige Seite genommen. Ja. Yeah. So und so. Und dann ein schönes Stück nach. Halt, ist da schon was über. Nein, da ist nichts. Ich wollte nur schauen, ob da wieder was drinnen ist. Aber da ist nichts. Halt, siehst du? Und schon wieder verkehrt. Da nehme ich. So. Ja, das bin ich. So. So, tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Und rein da in die gute Stube. Es wäre echt praktischer, wenn sie vorn stehen würden. Würde man uns ein paar Meter sparen. Aber das wollen sie ja nicht. Nein, nein. So, wenn... Hey Neuling, mein Name ist Trommler. Mein toller Job ist es, den Überblick über alle toten Briefkästen zu behalten. Und eintreffenden Agenten zu sagen, wo sie gebraucht werden. Okay. Du willst wahrscheinlich nicht tauschen, oder? Nein. Warum ist das ein schlechter Job? Sarkastisch. Wichtiger Auftrag. Dich herumkommandieren. Na, wichtiger Auftrag. Das kann ein wichtiger Job sein. Na klar. Ich könnte durch eine dumme Tafel ersetzt werden. Wir sehen uns noch. Und zwar häufig. Na, großartig. Ein Trommler. Dann klubsch schon mal. Servus, Gnädigste. Ich habe ein echt faszinierendes Gerücht gehört. Angeblich hast du das Institut gefunden. Du warst dort und hast es überlebt. Hört sich verrückt an, nicht wahr? Ja, ganz verrückt. Wo hast du das denn her? Ausweichend. Das ist die Wahrheit. Bin mir nicht sicher. Na wirklich, wo hast du das her? Wo hast du das denn her? Deacon hat mir davon erzählt. Und wie immer gibt er seine Quelle nicht preis. Das gibt's ja nicht. Bin mir nicht sicher. Naja, das ist die Wahrheit. Er spricht voll und ganz der Wahrheit. Deacon sagt, dass du dich teleportiert hast. Unvorstellbar. Du bist sicher zu Recht stolz auf das, was deine Minutemen in so kurzer Zeit geschafft haben. Früher oder später werden die Minutemen auf ihre Weise versuchen, mit dem Institut fertig zu werden. Aber ich bezweifle, dass deine Soldaten großen Wert darauf legen, die Synths dort zu befreien. Ich zähle darauf, dass dir die Befreiung der Synths so sehr am Herzen liegt wie uns. Bitte, arbeite stattdessen mit uns zusammen. Ja, den letzten Synth, den ihr befreit habt, der ist amok gelaufen, ne? Minutemen helfen Synth nicht, ich weiß nicht. Partei für Railroad ergreifen, Partei für Minutemen ergreifen. Ja, Railroad. Wenn das so ist, arbeite ich mit euch zusammen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr mich das freut. Was ich dir jetzt erzähle, ist eins der bestgehüteten Geheimnisse der Railroad. Es ist an der Zeit, dass du erfährst, wer der Patriot ist. Es gibt einen Mann im Institut. Vielleicht auch eine Frau, das wissen wir nicht genau, der den Synths zur Flucht verhilft. Dutzende von Synths verdanken ihm sein Leben. Wir wissen aber nicht mal, wie er heißt. Und es gibt keine Möglichkeit, ihn zu kontaktieren. Also haben wir ihm den Codenamen Patriot gegeben. Daher musst du das Institut infiltrieren und Kontakt zum Patrioten aufnehmen. Wie kontaktieren? Hört sich kompliziert an. Gebe mein Bestes, das ist unmöglich. Na, wie denn? Wie stelle ich den Kontakt her? Tom hat eine Möglichkeit gefunden, dem Patrioten eine Nachricht zu schicken. Wir können eine verschlüsselte Nachricht auf einem Institutterminal hinterlegen. Und wenn alles gut läuft, antwortet er. Geh einfach zu Tom. Er erklärt dir alles Weitere. Aha. Das heißt, dass wir sehr informativ für unseren Sohnemann schauen. Hey, ich kann mir... Bullseye ist wieder da. Was gibt's? Das wäre sicher eine gute Info für unseren lieben Sean. Oh oh, das ist fehlgeschlagen. Oh oh. Na, sag jetzt bloß, das ist jetzt,
Das war jetzt das eine Dingslager. Ah, das steht nicht, oder? Fehlgeschlagen. Mist! Jetzt habe ich sie vergessen zu lesen. Slog. Grün heute. Scheißlich. Naja, super gemacht. Wieder was verhaut? Ja! Sprich mit Düffler Dom. Der war da hinten. Ich weiß schon wieder. Da hinten irgendwo. Mist. Ich bin du auf einem dieser Walls. Wenn ein Plunderer, ja, hast du zu viele Zähne. Na warte. Was? Danke. Fallen euch etwa die Zähne aus, nur weil sie draußen warzen? Ja, könnte schon sein. Tut mir leid, ich muss für Tüfteltom was erledigen. Ja, ich auch, wenn ich Pech habe. Ach so, da sieht man nochmal die Zeichen, was für was ist. Okay. Da. Hier. Hallo. Mann, du warst da tatsächlich drin? In der, ja, Höhle des Löwen? Ja. Wenn dir die Minutemen ein Holoband gegeben haben, bräuchte ich das bitte. Alles, was Instituts Sicherheitsvorkehrungen überlebt hat, ist Gold wert. Wird das klappen und sich ein Holoband übergeben, behalten. Übergeben. Wir sind im Geschäft. Ich brauche... Scheiße, ich bin ja schon fertig. Steck dieses Baby hier einfach in ein Terminal im Institut. Unser Patriot wird sich dann bei dir melden. Ja. Gut. Mit aufgeteilten Informationen zu arbeiten, ist schwer für neue Agenten. Kann, ja, ich mit dir reden? Beschäftigt dich etwas? Du hast ein Dings über deinen Kopf gehabt. Neuigkeiten reden wir später vor Bunker Hill warnen. Ich probier's jetzt mal. Das Institut weiß über Bunker Hill Bescheid. Sie planen, die Synths zurückzuholen. Das Timing könnte nicht schlechter sein. Der Alte sitzt auf diesen vier Synths. Es gibt keinen anderen sicheren Ort für sie. Es ist wichtig, die Deckung beizubehalten. Aber das hier, das Opfer ist zu groß. Wie schlimm ist das? Unsicher, zustimmen, widersprechen. Wie schlimm ist das? Wie viel Schaden würde entstehen, wenn wir sie angreifen lassen? Uns gehen die Verstecke für unsere Synths aus. Darum setzen wir sozusagen alles auf eine Karte. Was würden wir verlieren? Vier Synths, Stockton, einige unserer besten Agenten und die unvermeidlichen zivilen Opfer. Nein, diesmal nicht. Wir wussten nie, wann und wo das Institut angreift. Aber jetzt haben wir die Chance, den Spieß umzudrehen. Wir warten, bis der Feind in Position ist und schlagen dann zu. Hart. Niemand von ihnen kommt lebend zurück. Nur du. Verstanden? Oh Gott. Es ist hoffnungsvoll. Wird das Institut misstrauisch? Ja, ich glaube auch. Das Institut nicht misstrauisch, wenn nur ich übrig bleibe? Du bist zäher als irgendjemand sonst bei ihnen. Wenn nur eine Person es überleben kann, dann du. Und es gibt keinen Widerspruch zu deiner Geschichte. Wir dürfen nicht zu früh angreifen. Wir müssen sie in die Todeszone locken. Dann schnapp die Falle zu. Du wirst wissen, wann. Wahrscheinlich gibt es eine Runner-Eskorte. Die musst du ausschalten. Das sollte nichts Neues für dich sein. Ist trotzdem gefährlich. Ist es das wert? Zuversichtlich, zu gefährlich, Herausforderung. Na, ist es echt wert? Ist das alles wirklich wert? Wir dürfen Stockton und die Synths nicht opfern. Wir sind zu wenige. Und wir können sie nicht verlegen, ohne ihre Deckung in Gefahr zu bringen. Es ist ein Risiko, das wir eingehen müssen. Also tu es. Ja. Ich freue mich. Ich bin mir jetzt sicher, ob das was Gescheites wird. Echt. Dass ausgerechnet unser Büble im Institut da Chef sein muss. Na, das ist halt wirklich Kacke. Das ist halt echt geschissen. Ich verstehe schon unser Büble. Ich verstehe die Leute hier überhaupt, ne? Also, ihr doch sicher auch, aber... Hui. Mir wäre auch nicht so wohl bei der Sache, einen fehlfunktionierenden Synth hier irgendwo herumstreuen zu lassen. Da wäre es mir schon lieber... Ich meine, ich würde sagen, ne... Ich generell muss sagen, bin sowieso nicht unbedingt ein Freund zu vieler Technik. Sicher alles, was Spaß bringt, was für die Freizeit gut ist, ist gut eigentlich.
Außer wenn es Arbeitsplätze gefährdet. Ne? Streng gesehen ist es ja auch beim Computer auch so gewesen. Ne? Oder ist es so, es fällt viel Schreibarbeit weg. Ne? Und jetzt, wo man bedenkt, jetzt gibt es schon Roboter, die Staubsaugen, Roboter, die Rasen mähen. Jetzt wird es dann bald soweit sein, dass sie kochen können. Ein 3D-Drucker sind sie auch schon dabei, wenn der jetzt echtes Essen, sage ich mal in Anführungszeichen, echt zubereiten kann. Ja, brauchst Koch bald auch schon keinen mehr. Ich weiß nicht. Es gibt so viele Maschinen, so viel Technik in Produktionsbetrieben. Haben sich letztens wieder im Fernsehen ein paar Leute beschwert, dass dadurch immer mehr Arbeitslose produziert werden, sage ich jetzt mal, aufgrund der vielen Technik. Aber so wird es halt billiger, ne? Es ist halt immer irgendwie irgendwo ein Teufelskreis, der schwer zu durchbrechen ist, ohne dass man ein gesamtes, unter Anführungszeichen funktionierendes, wohl eher bestehendes System ändert und umkrempelt. Und das ist wirklich eine Umstellung, egal ob du jetzt Chef oder Angestellter bist, ob du... Was? Ich rede da gerade, Entschuldigung. Ja, jedenfalls ist es komplett wurscht, ob du... zu welcher Partei du da gehörst, denn es da betrifft. Super, da ist nichts. Jetzt habe ich mich mal gefreut, dass da was wäre. Oh, nicht ins Wasser. Nicht ins Wasser. Brav. Und, ja. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Interessant ist die Technik auf jeden Fall. Wie gesagt, im Bereich Computer, Gaming, sicher voll cool. Da würde ich echt gern die nächsten 100, 200 Jahre erleben dürfen. Mäuschen spielen, aber ja, das wird es dabei wahrscheinlich noch nicht geben. Außer wir machen uns selbst zu Sünds. Vielleicht dann. Ja. So. Der ist wunderprächtigst ersoffen. Ich wollte nur das Graffli mitnehmen. Fein, dann gehen wir noch zu den Paladinen, ne? Das ist halt echt nicht so klasse, was ich da mache. Ja, dann gehen wir halt zur Bruderschaft, ne? Gehen wir da halt auch noch schnell petzen. Ja. Das ist echt eine blöde Geschichte, weil so hätten wir es vielleicht mit weniger Opfern schaffen können, aber ja. Ach, herrje. Was? Ja, eben, ich dachte schon. Mit dem Heli fliegen, ja, super. Gehen wir zuerst betzen. Und dann probiere ich das einmal. Also probieren wir das mal wahrscheinlich erst im... Ja, vielleicht geht es jetzt noch aus. Dass wir mal wenigstens beginnen können. Da vorne. Der Alte. Servus, alter Mann. Unseren jüngsten Informationen zufolge haben sie das Institut infiltriert und ein wertvolles Holoband in ihren Besitz gebracht. Ich bin sehr enttäuscht, dass sie sich entschieden haben, den Signalfänger ohne die Bruderschaft zu bauen, Ritter. Gleichwohl, sie haben es in ihre Anlage hinein und wieder hinaus geschafft, was eines unserer Primärziele war. Daher bin ich bereit, ihre Fehlentscheidung zu tolerieren. Die unerwartete Beschleunigung unserer Pläne durch sie führt zu zwei neuen Missionen. Zuallererst sollten sie Proctor Ingram das Holoband bringen. Auf dem Band könnten wichtige Informationen für den Erfolg unserer Mission gespeichert sein. Die dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Der zweite Teil ihrer Mission ist etwas komplizierter. Vor etwa 10 Jahren begann die Bruderschaft zur Unterstützung bei verschiedenen Projekten Wissenschaftler aus dem Ödland der Hauptstadt anzuheuern. In dieser Zeit konnten wir auch Dr. Madison Lee verpflichten, eine bekannte Größe auf dem Feld der Nukleartechnik. Mhm. Dr. Lee, interessant, klingt gut. Zur Kooperation gezwungen. Dr. Lee? Die Bruderschaft auf Dr. Lee gestoßen. Sie war Teil eines zivilen Projekts im Ödland der Hauptstadt, das die Bruderschaft übernommen hat. Es war nicht allzu schwierig, sie zum Bleiben zu bewegen. Wie dem auch sei, Dr. Lees Beitrag zu unserer Arbeit war entscheidend für die Aufrechterhaltung der Ordnung im Ödland der Hauptstadt. Nach einer Weile kam es zu Meinungsverschiedenheiten mit der Bruderschaft und sie wählte das Exil im Commonwealth. Wir sind uns ziemlich sicher, dass sie Kontakt zum Institut aufnehmen wollte. Unterschiede, unschuldig, sie gehen lassen. Das war ein Fehler. Sie gehen lassen. Ich bin überrascht, dass die Bruderschaft sie hat gehen lassen. Hätte ich das Kommando gehabt, hätte ich das nicht zugelassen. Sie war ein wertvoller Aktivposten. Ihre Mission ist einfach. Sobald sie im Institut sind, machen sie Dr. Lee ausfindig.
Wenn sie noch am Leben ist, nehmen Sie Kontakt zu ihr auf und überzeugen Sie sie, sich wieder der stählernen Bruderschaft anzuschließen. Wir arbeiten an einem speziellen Projekt und dafür brauchen wir sie. Dr. Lee. Was ist das für ein Projekt, an dem sie arbeiten soll? Tut mir leid, diese Information ist streng geheim. Mann. Das verstehen Sie sicher. Behalten Sie einfach immer Ihre Mission im Blick und lassen Sie sich durch nichts von Ihrer Pflicht abbringen. Viel Glück, Ritter. Ja, Amen. Bestimmt nicht. Psst, verrat mich nicht, Hancock. So, nichts wieder aus hier. Ach ja. Wenn du Sins begegnest, leg sie ruhig um. Wir machen keine Gefangenen. Ja. Ich weiß. So, das hält man dann auch, ne? Ja, das müsste eigentlich weg sein. Naja. Bunker Hill. Probieren wir es halt mal, ne? Wahrscheinlich war das jetzt zweimal Topfen. Man darf niemandem was sagen und dann wird es wahrscheinlich besser gehen. Keine Ahnung. Sollten jetzt irgendwelche Konflikte dadurch entstehen, werden wir das Ganze dann ja nächsten, übernächsten Part nochmal laden, bevor wir diese Gespräche geführt haben. Und werden die anderen Quests einmal abschließen, die wir so gesammelt haben. Und dann werden wir uns über solche Dinge den Kopf zerbrechen. Würde ich mal vorschlagen. Gut. So, sind wir da. Haben Sie sich aber tief eingegraben. Wart, das sollen wir jetzt zerstören, komplett. Also zerstören nicht, aber die Synth heimholen. Na prima. Hallo, ich bin Meg. Bist du neu in Bunker Hill? Für 10 Kronkorken kann ich dich rumführen. Niemand kennt den Ort so gut wie ich. Moin. Kostenlos erhalten? Können wir fragen. Kann ich die nicht kostenlos kriegen? Was? Selbst ich habe 10 lausige Kronkorken. Für die Führung bezahlen. Führung nicht, nicht an Führung teilnehmen. Später Keine vielleicht. Interesse. Schlecht für dich. Alter, geht das nochmal? Hey Kumpel. Also, willst du die Tour oder nicht? 10 Kronkorken. Dann machen wir die Tour noch schnell. Führ mich rum. Klar, ich mach die Tour. Zuerst die Bezahlung. Danke. Der Markt ist da hinten, die Bar an der Ecke und die Toilette ist da an der Wand. Tschüss. Kauf den Lolli. Schön, geil. Da, da und hier. Ist die geil. Sind jetzt alle da ausgestorben oder wie oder was? Irgendwie gibt es hier niemanden mehr. Mit dem Schutz der Leute kann man viele Kronkorken verdienen. Ja. Und kleine Kinder verarschen uns. Hallo, ist hier überhaupt noch irgendjemand? Ein Brahim. Zwei Brahim. Irgendwie ist da nichts. Irgendwie wird da geballert. Das ist gerade irgendwie komisch. Sollten nicht da, also hier drin Synth sein? Wahrscheinlich, weil es gerade dunkel ist, ne? Sollten wir vielleicht pennen? Ja, der Part ist sowieso zu Ende auch. Ach, herrje. Ja, mö. Geht die Matratze? Fremd. Alles fremd. Scheißlich. Puh, irgendwie ist das... Es ist wie ausgestorben hier gerade. Versucht zur Railroad zu gehen bei all diesem Scheiß. Der Markt ist das weiße Gebäude mit den schicken Säulen. Da handelt immer irgendjemand. Zur Railroad zu gehen bringt nur Ärger. Moment, wenn du das sagst, wer hat das gesagt? Wer von euch ist jetzt der Synth? Das ist die Railroad. Ich misch mich nicht ein. Anderen helfen.
Pass auf dich auf, andere helfen. Es ist immer gut, Leuten zu helfen. Leuten helfe ich gerne, Zins aber nicht. Ah. Ich helfe hier doch nur grantigen alten Karawanenarbeitern dabei, vom Fusel blind zu werden. Wenigstens kämpft die Railroad gegen das Institut. Und warum sollte man Zins nicht retten? Da kannst du auch gleich der Gesellschaft zum Schutz der Todeskrallen beitreten. Ist ja schön. Was hat das Institut getan? Gegen Service hätte ich nichts. Synth retten ist anständig. Synth sind der Feind. Was hat das Institut getan? Was hat das Institut dir getan? Gary, der ist oder war einer von Crickets Söldnern. Er war unterwegs und als er zurückkam, war seine Frau verschwunden. Ja, das Institut entführt also Leute. Ich sag nicht, dass es mir gefällt. Aber die Welt ist halt gefährlich. Es ist nicht deine Aufgabe, sie zu retten und sich mit der Railroad einzulassen. Oder dem Institut. Schieß dir lieber gleich eine Kugel in deinen verdammten Schädel. Das spart Zeit. Dann war sie wahrscheinlich ein Synth. Sind der Feind. Gegen Service hätte ich nichts, ja? Es wäre schön, hier mal bedient zu werden. Wo sind meine Manieren geblieben? Wenn du einen Drink willst, sag's mir. Brauchst du ein Bett, sprich den Trottel da an. Das sieht doch gut aus. Schönes Plätzchen habt ihr hier. Ja, und so soll es auch bleiben. Was soll das denn bitte heißen? Das bedeutet, Bürgermeister Hancock, dass ihr Ruf ihnen vorauseilt und wir hier keinen Ärger wollen. Offizieller Titel und so. Oh, du gefällst mir. Gib mir was Starkes, der da bezahlt. Meinst du mich? Naja, cool. Ich mag das, wie die untereinander agieren. Das ist echt voll cool. Dabei, fein. Vernünftige Preise. Jo. Modell, Zimmer mieten 10 Kronkorken. Modell? Ist das so eine Art Motel? Ich bevorzuge Absteige, aber sag das nicht, Dad. Das macht ihn wütend. Wenn Karawanen in die Stadt kommen, brauchen sie einen Platz zum Schlafen. Also vermieten wir alle Betten. Also, greifst du zu? Wie viele Karawanen unsicher zustimmen? Nein. Nee, machen wir mal nein. Ich glaube nicht. Tja, dann greift ein anderer zu. So läuft das halt. Ja, macht nix. Wir schlafen in unserer Rüstung. Na gut. Dann würde ich sagen, lass uns mal gut sein für heute. Wir werden dann im nächsten Part schauen, ob wir diese Synth-Typen da anfinden. Irgendwie ist das komisch hier. Und dann hoffen wir mal das Beste. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!